Jetzt geht es los. Jetzt wird er eine hoffentlich ebenso gute Runde hinlegen in der Kür, wenn nicht sogar noch besser. Dom Pérignon, ein Pferd, was wirklich Sicherheit bekommen hat in den Lektionen, sich viel wohler fühlt in so großen Stadien, sich viel besser akklimatisieren kann. Hier sehen wir die kritischen Blicke von Paul Schockemöhle und Holger Schmelzer, die Pflegerin von Christoph. Thank you.
die eine Wechsel wirklich punktgenau auf den Beat der Musik. Und auch hier von der Galopp-Pirouette direkt in die Piaffe. In die Piaffe-Pirouette sogar mitzuschauen. Fantastisch, liebe Zuschauer, eine Spitzenrunde. Bettina Schockemühle, Uli Kasselmann. Perfekt abgestimmt auf die Musik. Man hatte fast das Gefühl, Pepe tanzt zu der Musik, hört zu. Großartig.